Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Vorredner hat es ja gerade schon umrissen. Das Thema Störerhaftung ist ein durchaus leidiges Thema, das uns schon seit ziemlich langer Zeit beschäftigt. Ausgangspunkt für die Debatte, die wir heute führen, ist ja das Urteil des Bundesgerichtshofs im Sommer unseres Lebensfall zum Thema Störerhaftung, Haftung bei WLAN. 2010, das ist eine ganze Zeit her, seitdem ist nichts passiert. Es hat damals durch dieses Urteil eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die Betreiberinnen und Betreiber freier WLANs gegeben. Die zentrale Fragestellung war, die den BGH damals beschäftigt hat, inwiefern eine Betreiberin oder ein Betreiber bei Rechtsverletzungen bei offenem WLAN haftbar gemacht werden kann. Damals hat der BGH die Position eingenommen, dass nach der damaligen Situation die sogenannte Störerhaftung gereift, wenn eben durch Betrieb eines offenen WLANs eine Gefahrenquelle dargestellt wird und Betreiberinnen und Betreiber Schutzmaßnahmen dazu unterlassen. Ich fand damals, war schon sehr deutlich, dass das ein Hindernis darstellen wird für offene Zugänge zum Netz. Und es war damals schon klar, dass Handlungsbedarf besteht. Was ist passiert? Jahrelang nichts. Jahrelang ist von der schwarz-gelben Koalition nichts passiert. Der ursprüngliche Antrag der Piratenfraktion, den Sie im März ja dankenswerterweise vorgelegt haben und damit ja auch eine ganz spannende Debatte in Gang gebracht haben, der sah allerdings nur vor, eine Bundesratsinitiative zu unternehmen, die zum damaligen Zeitpunkt schon längst erfolgt war. Und deswegen finde ich es gut, dass es uns gelungen ist, hier einen etwas breiter angelegten Antrag vorzulegen und heute gemeinsam hier dem Landtag zur Abstimmung vorzulegen, der einfach den Blick auf das Gesamtthema lenkt. Neu an diesem Antrag ist, dass wir einen Gesamtansatz entwickeln wollen, um offene Zugänge zum Netz zu schaffen. Und einen solchen geweiteten Ansatz, den sollten wir auch zugrunde legen. Gerade vor dem Hintergrund der Untätigkeit der Bundesregierung über viele Jahre, wir müssen auch schauen, was jetzt eigentlich dabei rauskommt in der nächsten Zeit unter der neuen Regierung, aber gerade vor diesem Hintergrund, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist es erforderlich, dass wir auch über weitere Formen offener Zugänge reden, dass wir auch weitere Formen entwickeln. Neben der Neuregelung der Störerhaftung finde ich es da sehr interessant, über den Bereich Freifunk zu sprechen. Freifunk ist eine gute Möglichkeit, um Zugänge zum Netz zu ermöglichen. Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen eine große Zahl von Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die die Freifunkphilosophie vorantreiben. Durch zivilgesellschaftlichen Einsatz werden Möglichkeiten der digitalen Teilhabe vergrößert. Und das ist ein guter Weg, das ist eine gute Initiative mit dem Ziel, dezentrale, selbstverwaltete, freie Netze aufzubauen. Dadurch werden diskriminierungsfreie Zugänge geschaffen und auch anonymes und unzensiertes Surfen ermöglicht. Aber Freifunk ist nicht die einzige Möglichkeit, offene Zugänge zum Netz zu schaffen. Es gibt in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen bereits heute die Möglichkeit, durch kostenlose Terminals etwa auf das Internet zuzugreifen. Wenn wir die Vorteile, die die Digitalisierung für unsere Gesellschaft bietet, dann müssen wir nutzen wollen, dann müssen wir es endlich schaffen, auch diese Zugänge für alle zu ermöglichen. Es ist eigentlich unglaublich, dass heute noch ein Viertel der Bevölkerung keinen Netzzugang hat, dass es Offliner gibt in einer so großen Größenordnung, das finde ich eigentlich unglaublich für ein so großes, auch so reiches Industrieland. Und ich finde, wenn wir die Vorteile und die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für uns bietet, ja nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern für uns als Gesellschaft, für uns als Gemeinschaft, wenn wir die endlich nutzen können, dann haben wir damit heute einen guten Weg beschritten. Und insofern finde ich es einfach auch wichtig, dass wir die verschiedenen Möglichkeiten, die sich bieten, so wie es der Antrag jetzt fordert, bündeln, vernetzen, gute Praxis darstellen, zentral darstellen und auch dass es auch beworben wird. Wir schlagen das heute so in diesem Antrag, den wir gemeinsam erstellt haben, vor. Das ist auch ganz im Sinne des Koalitionsvertrags der Landesregierung, wie wir ihn
letztes Jahr vorgelegt haben. Da ist eine solche Plattform drin vereinbart. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nur noch einmal meine Freude zum Ausdruck bringen, dass es uns gelungen ist, gemeinsam und an der Sache orientiert heute einen gemeinsamen Antrag vorzulegen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken und freue mich auf eine möglichst breite Zustimmung heute. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bolte. Als nächstes spricht Daniel Schwert.